I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal, warum nicht? Ich bin Max. Ich bin Dennis. Anna. Wir sind in der Sächsischen Schweiz, wir wollen 48 Stunden in der Natur verbringen. Zwei Overnighter, kalte Nächte, schlechtes Wetter und eine Menge zu sehen, also bleibt dran und viel Spaß bei dem Video. Bevor es losgeht, wollte ich gerne noch mal einmal die Rucksäcke wiegen. Und dafür habe ich hier so eine kleine Waage. Komm mal ein Stück ran hier. Ah, 13,6 Kilo. Es geht. Mit Wasser und Essen drin, ja. Mit 2 Liter Wasser. Also ungefähr 13,5. Das ist in Ordnung. Mit Kameraausrüstung und allem drum dran. Nahrung und alles das, was mich dann nachher warm hält in der Nacht, wird das ausreichen. Gut. Dann bin ich ja mit meinen 13 Kilo echt noch gut dran. Hanna ist schon ganz schön nervös jetzt, muss man mal sagen. Ich bin auch eine Frau, ne? Alter! Ja, das ist ordentlich. 17,9. Mit fast 3 Liter Wasser, aber muss man dazu sagen, ja. 3 Liter Essenspaket und ja, der Rest ist krass. Ein bisschen. Zur Info, alle haben wahrscheinlich 2 Schlafsäcke dabei, ja. Und 2 Isomatten oder sogar mehr. Und ja, wir haben Respekt vor der Kälte, aber das sollte euch nicht aufhalten. Also der Plan ist, dass wir sozusagen hier sind und hier oben heute noch hin müssen zur Ostrauer Mühle und laufen wahrscheinlich den gelben Weg hier bis irgendwo hier zur Kreuzung, bis Schrammstein-Aussichten hier wieder zurück und hier nach oben. Ne? Genau, dass wir denn die ersten Meter gelaufen und oh, befürchtete ist eingetreten. Es ist ultra heiß, richtig warm, es schneit draußen und ich krieg die Jacke nicht aus. Ich zieh die Handschuhe aus. Er mit seiner Jacke umgeht. Oh. So. Deswegen immer die Schicht, die man drunter trägt, schnell mal ausziehen. Kurz mal Werbung am Rande, hier übrigens noch mal ein neues T-Shirt. Extra auch, um gesehen zu werden, das große Logo NFF, nichts für Faulis. Freunde, erste Pause eigentlich, so richtige. Und ich habe hier eine neue Uhr, da können wir jetzt mal gucken, wie viele Höhenmeter wir eigentlich geschafft haben. 294 Höhenmeter sozusagen. Verbleiben nur noch 1500 auf der Tour. Schon fast geschafft. Es schneit immer noch. Ah, das Wasser ist eiskalt. Das musst du aber safe mit reinnehmen. Okay. Was? Wir wollen auf den Wildschützensteig und Jägersteig zur Schrammsteinaussicht. Also, noch ein bisschen weiter. Gucken, was die Uhr sagt. Ja, auf jeden Fall schon mal ein bisschen was geschafft. Wir sind knapp an den 8 Kilometern dran. Ja, die Tour verspricht wirklich richtig geil zu werden. Man muss sich bloß ein bisschen koordinieren mit seinen eigenen Kräften. Und drauf einlassen. Drauf einlassen ist auch wichtig, richtig. Und ab und zu auch mal einfach einen guten Energieriegel futtern. Kommst du da hoch? Ja. War jetzt anstrengend. Ja? War jetzt anstrengend, darauf zu kommen. Und nochmal gefroren. Hm? Hm?
Echt, ja. Als Frau muss ich wir stehen hier übrigens gerade vor dem Stabjägersteig. Geh doch mal hoch. Hanna, ihr 18 Liter Rucksack. Leicht überpackt. Ja, kein Thema. Genau richtig, genau richtig. Ab hinterher, bis ja, gleich. Ja. Geile Aussicht. So, die Stöcke haben wir jetzt mal weggetan, um einfach ein bisschen Sicherheit zu haben, wenn man fällt, noch eine zweite Hand zu haben. So. Okay, der kommt auf jeden Fall mit rein. Krass. Von da hinten irgendwo kamen wir, von unten. Heftig. Jetzt erstmal ein Päuschen. Sagt doch mal, ihr beiden, wie geht's euch denn nach dem Anstieg? Gut. Ja, es ist zu weit. Könnte schlimmer gehen. Den Tränen nahe. So schön, ey. Mal ist der Schlafsack abgefallen. Den Tränen nahe wegen dem Rucksack, sondern weil es schön ist. Ach so. Also nicht, weil es schwer ist. Puh. Auf jeden Fall, die erste Etappe haben wir geschafft. Schrammsteintore accepted. Jetzt suchen wir uns einen Lagerplatz, wo wir irgendwo bleiben können. Langsam wird es dunkel. Wir haben es jetzt, glaube ich, knapp 15.30 Uhr. Höchstens noch halbe Stunde, Stunde, denn es ist dunkel. Also schnell wieder runter vom Berg. Und die Nase läuft und läuft und läuft. Ich bin doch froh, dass überhaupt irgendwas läuft hier. Das sollte der erste Moment sein, wo ich die Leute hinterm Fernseher beneide und wir jetzt bei minus 3 Grad diesen Weg hier uns bahnen. Krass. Heftig. Und weiter geht's. Sogar schon so dunkel, man sieht gar nichts mehr so richtig. Ist natürlich dadurch ein bisschen gefährlicher, auch alles ist glatt, aber wir wissen, was wir tun. So, der erste ist runter. Oh Gott. Leuchte mal nach oben. Ah, da kommt Hanna. Also wirklich im Dunkeln sowas zu machen, ich rate euch davon ab. Einfach schon vom Sicherheitsaspekt. Ja. Also solche Treppen sollten in Ordnung sein. Aber diese Leitern sind tatsächlich einfach so rutschig und sind auch so hoch. Taschenlampe einfach mal. Stockfinster. Ist noch leichter Schneefall. Und die Laune ist immer noch super gut. Wir sind bestens. Willkommen am Campingplatz, dem etwas anderen Campingplatz, als wir sonst gewohnt sind. So, jetzt gibt es hier köstliche 5-Minuten-Terrine. Da hinten wird auch noch mehr angerührt. Ich bin ziemlich kaputt und werde auch bald ins Bett gehen. In dem Sinne auf euch. Guten Morgen! Gestern leider nicht mehr geschafft, die Kamera in die Hand zu nehmen. Wir waren alle ziemlich, ziemlich kaputt. Das ist ja richtig cool. Der zeigt mir sogar die Route, die wir gelaufen sind. Das ist ja krass. Okay, Leute. Also gestern hatten wir 21,8 Kilometer noch gerockt. Komplett am ganzen Tag. Mein Fuß ist gestern sogar noch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Also... Irgendwas an der Achillesferse, nicht so schlimm. Und dann zeige ich euch mal die ganze Ausrüstung. So.
Oh, Sperrung. Geht nie weiter. Ostrau, Hohe Liebe, Flößersteig, Bad Schandau. Heute nur saufen, bumsen. Ja, gehen wir jetzt hier nicht lang oder was machen wir jetzt so? Ja, es geht ja da weiter nach Flößersteig und nach Bad Schandau und das zwei Wege. Oh, hier könnte man schön Wasser filtern. So, die Sachen sind zusammengepackt vom Mittag. Es geht jetzt weiter. Doch hier oben haben wir noch mal eine kleine Info. Oh, minus 2,2, minus 2,3. Für die Nacht sind so ungefähr minus 6 angesagt. Gefühlt, also real feel, sind es halt dann aber wirklich minus 9, minus 10 Grad. Ja, ich hatte Probleme mit dem Fuß halt. Keine Ahnung, schwierig. Vielleicht wäre ich auch irgendwie krank oder sowas. Keine Ahnung. Ein bisschen überschätzt, aber wir können es ja trotzdem hier alles genießen. Und werden heute auch noch mal ein bisschen wandern gehen, aber halt eher so ein bisschen entspannter. So, kurzer Unterkunftscheck. Guck mal. So sind wir sozusagen ausgestattet heute. Mit Blick auf die Sandsteine. Wir haben die Thermokleidung schon drunter, weil es jetzt echt kalt geworden ist. Also deswegen können wir auch nicht mehr draußen schlafen. Es sind jetzt schon knapp minus 6 Grad. Die Nacht soll jetzt minus 8 werden. Gefühlt sind es minus 10 schon jetzt so. Und wir wollen gar nicht wissen, wie es in der Nacht ist. Wir haben hier vorne eine kleine Halle. Ich euch nachher auf jeden Fall mit dem Thermometer nochmal zeigen, wie kalt es hier wirklich ist. Und so kalt wäre es ja dann auch in der Höhle geworden. So, wir stehen jetzt sozusagen in der Halle. Und ich habe das Thermometer schon mal rausgelegt. Es sind gerade mal minus 1 Grad hier. Es fühlt sich viel, viel kälter an. Viel, viel kälter. Ja gut, wahrscheinlich ist es auch einfach unsere körperliche Erschöpfung, die dazu beiträgt, dass wir hier frieren. Ich habe die Funktionshose an, die Thermounterhose, die Hose, drei Hosen. Ich habe Funktionsshirt an, normales T-Shirt, Thermowäsche habe ich an, Pullover, eine Jacke und noch die Revolution Race. Es ist kalt, Leute. Es ist super kalt. Ich habe doppelte Handschuhe. Wir haben alle Vorkehrungen getroffen dafür, dass es nicht kalt wird. Aber trotzdem hat es nicht geklappt. Deswegen heute noch mal eine Unterkunft. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen im Abend durch die Berge. Bei mittlerweile minus 1,7 Grad. Ich habe zwei wichtige Sachen bei der Tour auf jeden Fall schon jetzt gelernt. Erstens, überschätze dich nicht selbst. Und zweitens, unterschätze niemals die Natur. Nicht alles ist perfekt. Und gerade die Sachen, die man eben nicht plant, aus den Sachen lernt man. Dass ihr mal ein Gefühl bekommt, wie man aussieht, obwohl kein Schnee groß gefallen ist. Es ist alles nass, es ist alles kalt. Und wir haben einfach keine Chance, also für unsere Begriffe draußen zu schlafen. Also von daher sind wir klug und machen das drin. Guten Morgen! Nachdem wir gestern ja komplett verschneit eigentlich hier angekommen sind, ging auch gestern Abend nicht mehr viel, wir waren ziemlich kaputt und müde. Hier im Hintergrund seht ihr noch, was die letzten Stunden eigentlich an Schnee runtergekommen ist. Hätten wir in der Höhle geschlafen, ich glaube, wir wären erfroren. Willst du mal ein schönes Lamuschen mit dem Schnee machen? Ja, Mann. Wenn du so hochschmeißt. Fett ist. Fett ist auch. Also obwohl uns der Schnee ins Gesicht fliegt, es super kalt ist, anstrengender ist durch den Schnee, es ist umso geiler. Das ist anstrengend, Alter. Und dann dick ein bisschen hier. So, wir kommen jetzt zum Abschluss. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne mal einen Daumen da dafür. Abonnier den Kanal. Lasst ein bisschen Liebe da in den Kommentaren. Es war nicht 100% der Plan, aber nur wer dem Plan ein bisschen von abweicht, kann auch was lernen. Und wir haben viel gelernt. So, nichtsdestotrotz, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Und merkt euch immer, warum nicht beim nächsten Mal einfach rausgehen und die Tour machen, egal was dagegen spricht.